Roulette Castle Gucka Live in Action 5.12.2010 Selmk Gensi Selzank Gensi Autor D Selzank Gensi Video, werte Gamba. Hier nun eine weitere Live-Demonstration unseres Internet-Casino Castle Guckas. Heute ist der 12. Mai 2010 und wie Sie sehen, habe ich mich bereits in ein Internet-Casino eingeloggt. Auf dem Video sehen Sie, dass ich es diesmal wieder über den Fernsehbildschirm laufen lasse, allerdings für den Roulette-Kessel ist eine zweite Kamera installiert, damit das genau aufgezeichnet werden kann. Im Video unten links sehen Sie die Aufzeichnung des Kesselguckers, der nun wirklich klare Sicht hat und die Pixel deutlich auslesen kann. Nun mache ich mal 6 Spiele und hoffe, dass der Kesselgucker wieder 100%ige Treffergenauigkeit errechnet. Ich spiele ohne Geld, sondern nur zur Demonstration. Schauen Sie sich also das Video genau an, alles ist live. Der Kesselgucker dürfte hier eigentlich keine Schwierigkeiten haben, da er wackelfreie beste Sicht auf die Kesseldrehung hat und eine hervorragende Bildqualität. So, als letztes ist die 8 gefallen und nun deutet sich die Drehung an. Der Kessel läuft und ich lasse den Kesselgucker seine englischen Worte live mit ins Mikrofon sprechen, damit Sie hören, was er ausgibt. Jetzt sagt der Kesselgucker, schnell auf die 21 setzen. Also die 21 soll angeblich kommen. Jetzt fällt die Kugel und schauen Sie, die 21 fällt. So, nun werde ich wieder aufgefordert zu setzen. Was ich aber nicht mache, denn für dieses Casino habe ich überhaupt kein Guthaben, der Kesselgucker liegt auf der Lauer für den nächsten Coup. Jetzt dreht die Kugel und der Kesselgucker schreit, auf die 23 setzen. Und es fällt tatsächlich die 23. Nun geht's weiter, die Anonken-Aufforderung und jetzt dreht die Kugel, der Kesselgucker sagt nunmehr, auf die 12 setzen. Nun hüpft die Kugel und es fällt die 12. Hurra. Nächster Coup, die Kugel dreht schon wieder, der Kesselgucker ruft, auf die 24 setzen. Die Kugel springt schon wieder hin und her und es fällt, das gibt's doch nicht, die 24. Nächster Coup, der Kesselgucker steht bereit und die Kugel dreht. Der Kesselgucker sagt, wie Sie hören, ganz laut Fieber. Das heißt 5. Die Kugel fällt, und es kommt tatsächlich die 5. Noch ein Coup machen wir, dann braucht auch der Kesselgucker vielleicht eine Verschnaufpause nach solch hohen Leistungen. Die Kugel dreht und hören Sie, 24, das heißt 24, soll kommen. Es kommt die 24, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. 6 Coups gespielt und alle 6 Coups hat der Kesselgucker richtig gesehen. 100% Trefferquote. Das ist wirklich eine Geldmaschine. So, das war's dann mal wieder, der Kesselgucker hat seine Fähigkeiten nochmals deutlich unter Beweis gestellt. Wenn Sie ihn benutzen, achten Sie darauf, dass die Bildschirmauflösung für den Kesselgucker auf den Kessel gut ist, da er die Bildpunkte, Millionen, in Sekundenbruchteilen, auslesen muss. Selzank Gensi. Roulette Kesselgucker live in Action 5.12.2010 Selmk Gensi Selzank Gensi Autor D Selzank Gensi Video, werte Gamba. Hier nun eine weitere Live-Demonstration unseres Internet-Casino-Kesselguckers. Heute ist der 12. Mai 2010 und wie Sie sehen, habe ich mich bereits in ein Internet-Casino eingeloggt. Auf dem Video sehen Sie, dass ich es diesmal wieder über den Fernsehbildschirm laufen lasse, allerdings für den Roulette-Kessel ist eine zweite Kamera installiert, damit das genau aufgezeichnet werden kann. Im Video unten links sehen Sie die Aufzeichnung des Kesselguckers, der nun wirklich klare Sicht hat und die Pixel deutlich auslesen kann. Nun mache ich mal 6 Spiele und hoffe, dass der Kesselgucker wieder 100%ige Treffergenauigkeit errechnet. Ich spiele ohne Geld, sondern nur zur Demonstration.
Schauen Sie sich also das Video genau an, alles ist live. Der Kesselgucker dürfte hier eigentlich keine Schwierigkeiten haben, da er wackelfreie beste Sicht auf die Kesseldrehung hat und eine hervorragende Bildqualität. So, als letztes ist die 8 gefallen und nun deutet sich die Drehung an. Der Kessel läuft und ich lasse den Kesselgucker seine englischen Worte live mit ins Mikrofon sprechen, damit Sie hören, was er ausgibt. Jetzt sagt der Kesselgucker, schnell auf die 21 setzen. Also die 21 soll angeblich kommen. Jetzt fällt die Kugel und schauen Sie, die 21 fällt. So, nun werde ich wieder aufgefordert zu setzen, was ich aber nicht mache, denn für dieses Casino habe ich überhaupt kein Guthaben, der Kesselgucker liegt auf der Lauer für den nächsten Coup. Jetzt dreht die Kugel und der Kesselgucker schreit, auf die 23 setzen. Und es fällt tatsächlich die 23. Nun geht's weiter, die Anonken-Aufforderung und jetzt dreht die Kugel, der Kesselgucker sagt nunmehr, auf die 12 setzen. Nun hüpft die Kugel und es fällt die 12. Hurra. Nächster Coup, die Kugel dreht schon wieder, der Kesselgucker ruft, auf die 24 setzen. Die Kugel springt schon wieder hin und her und es fällt, das gibt's doch nicht, die 24. Nächster Coup, der Kesselgucker steht bereit und die Kugel dreht. Der Kesselgucker sagt, wie Sie hören, ganz laut Five, das heißt 5. Die Kugel fällt, und es kommt tatsächlich die 5. Noch ein Coup machen wir, dann braucht auch der Kesselgucker vielleicht eine Verschnaufpause nach solch hohen Leistungen. Die Kugel dreht und hören Sie, 24, das heißt 24, soll kommen. Es kommt die 24, Wahnsinn. Ein Wahnsinn, 6 Coups gespielt und alle 6 Coups hat der Kesselgucker richtig gesehen. 100% Trefferquote. Das ist wirklich eine Geldmaschine. So, das war's dann mal wieder, der Kesselgucker hat seine Fähigkeiten nochmals deutlich unter Beweis gestellt. Wenn Sie ihn benutzen, achten Sie darauf, dass die Bildschirmauflösung für den Kesselgucker auf den Kessel gut ist, da er die Bildpunkte, Millionen, in Sekundenbruchteilen, auslesen muss. Seltsam kennt sie.